Freut mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Merci viel, viel mal. Wir sind hier, weil wir uns grosse Sorgen machen um das älteste AKW der ganzen Welt und Betznau 1. Es ist seit 2 Jahren stillgelegt, weil man 925 Einschlüsse gefunden hat im Stahlmantel des Reaktordruckgefäßes. Und weil man gesehen hat, dass der Stahlmantel sehr spröde ist und aus dem Grund hat man Betznau stillgelegt, um das genauer anzuschauen. Aber schon bevor man die 925 Einschlüsse gefunden hat vom Reaktor, vom Stahlmantel, vom Reaktordruckgefäß, hat schon der deutsche Chef von der Sicherheitsbehörde von Deutschland, also nicht irgendjemand, sondern der Chef von der deutschen Sicherheitsbehörde, hat in der Broschüre «Risiko Altreaktoren Schweiz» hat geschrieben, man sollte sofort das AKW Betznau stilllegen. Also es hat einige warnende Fachleute, internationale Fachleute, die warnen, dass wir Betznau 1 nicht mehr anlassen dürfen. Ich habe euch den Link geschickt. Der Grund, wieso ich am Hans Wanner, am Direktor der Sicherheitsbehörde in der Schweiz, das Märchen oder die Geschichte, ich hoffe, es wird Geschichte, geschrieben habe, gewidmet habe, ist, weil er ist jetzt der muss entscheiden. Er muss in den nächsten paar Wochen entscheiden, ob man Betznau wieder, also ob er grünes Licht gibt, dass man Betznau wieder in Betrieb nehmen kann, oder ob er findet, nein, Betznau verdient jetzt wirklich, dass man es muss stilllegen. Es kommt noch etwas vor in meiner Geschichte, und zwar rede ich über die warnenden Steine in Japan. Es hat in Japan ganz viele solche Steine, die sagen, liebe Leute in Japan, liebe Nachfahren, Nachkommen von uns, achtet darauf, bis zu dieser Höhe ist einmal ein Tsunami gewesen, und baut nicht unterhalb von diesen Steinen. Es hat mir also einige von diesen Steinen. Und wie es halt so ist, die Leute finden, boah, ist uns doch wurscht, und haben ein AKW unterhalb von diesen Steinen gebaut. Und die Geschichte wissen wir ja, wie das rausgekommen ist. Jetzt bitte ich euch, dass ihr euch versucht vorzustellen, jeder von euch, ihr seid der Herr Wanner. Also, jetzt rede ich zu euch, wie wenn ihr der Herr Wanner wärt. Es freut mich sehr, dass ich Ihnen, Herr Wanner, mein Märchen oder meine Geschichte vortragen darf. Ich habe Ihnen in meinem Märchen einen neuen Familiennamen gegeben. Ihre neue Familienname heisst Hatmut. Ich hoffe, Ihnen gefällt der neue Familienname. Bitte stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt Ihren Enkel oder Ihre Enkelin auf Ihrem Schoß. Vielen Dank, Herr Hatmut, dass ich Ihnen und Ihrem Enkel das Märchen oder die Geschichte, die ich speziell für Sie geschrieben habe, vortragen. Es heisst, hat Hans Hatmut Mut? Ein Märchen oder Geschichte? Aber zuerst erzähle ich Ihnen eine wahre Geschichte. Ob unser Märchen auch mit einer wahren Geschichte endet, das wird die Geschichte aufzeigen. Am 6. Januar 2016, etwa um 4:30 Uhr, hat sich Folgendes in der Brockenstube, Brokkoli, wo Anna und Iris, also ich, arbeiten, zugetragen. Die
Barbara bringt den 3 Königskuchen vorbei und Anna wird Königin. Lachend sagt die neue Königin mit Namen Anna, schaut in die Zukunft. So, Iris, und mit was möchtest du mir dienen? Die spontane Antwort von der Iris kommt sofort. Und wie könnte es auch anders sein? Sie kennen sie ja. Befehl mir, die Atomkraftwerke in der Schweiz stillzulegen, bevor ein Unfall passiert. Und droh mir mit der Todesstrafe, wenn mir das nicht gelingt. Die neue Königin überlegt kurz und sagt dann, das Ziel ist richtig. Ab heute sollen erneuerbare Energien gefördert werden und die Atomkraftwerke sollen stillgelegt werden. Das ist mein Befehl. Die unermüdliche, treue Dienerin von der Königin schaut in die Zukunft, hat sich auf den Weg gemacht, die Atomkraftwerke stillzulegen. In der darauf folgenden Nacht ist ihr klar geworden, dass, wenn sie den Auftrag nicht erfüllen kann, nicht nur sie mit der Todesstrafe verurteilt würde, sondern auch ihre Kinder und Kindeskind und Kind und Kindeskind von der Königin und Kind und Kindeskind von ihnen, Herr Hartmut. Aber nicht vollstreckt durch den Befehl von der Königin schaut die Zukunft, sondern die Vollstreckung wird durch das Atomkraftwerk vollbracht. Denn eins müssen alle unbedingt noch wissen. Atomkraftwerke sind stark und mächtig und sie wollen mit allergrößtem Respekt behandelt werden. Sonst explodieren sie vor Wut und bringen schwere Krankheiten, Tod und Leid übers Land. Viele Atomkraftwerkdiener müssen jederzeit, Tag und Nacht, sofort sämtliche Bedürfnisse der Atomkraftwerke erfüllen. Beim Bau der Atomkraftwerke hat man den beiden AKW Bengnau 1 und 2 gesagt, dass sie 30 Jahre zuverlässig arbeiten müssen. Nachher, so hat man ihnen versprochen, dürfen sie auf dem wunderschönen Aareninsel einfach nur am Strand liegen, sündeln und Pension geniessen. Selbstverständlich würden die treuen AKW-Diener immer noch ihnen sämtliche Wünsche von ihren Lippen ablesen und sofort erfüllen. Das wäre also gekommen, wenn da nicht Hex Axbo gewesen wäre. Sie hat den Diener vom AKW Bengnau in die Ohren geflüstert, dass, wenn sie sehr reich werden würden und das KKW einfach länger würden laufen lassen, und das sei ja sowieso kein Problem, dass KKW Bengnau noch ein paar Jahre länger arbeiten könnte. Sie sind ja noch so fit. Sie doch einfach nach 30 Jahren gar nicht das Gleiche sollen tun und es einfach sollen weiterlaufen lassen. Und so haben sie es dann auch gemacht. Das AKW Bengnau war tatsächlich erstaunlich geduldig und hat noch mal 15 Jahre, ohne gross zu reklamieren, weitergearbeitet. Aber nach 45 Jahren hat man 925 Wutblösli im Stahlmantel vom Reaktordruckgefäß der alten Dame Bengnau gefunden. Und man hat festgestellt, dass die Haut vom Herz nicht mehr geschmeidig, weich und dehnbar war, sondern spröd und brüchig. Was ein deutliches Zeichen ist, dass man die Bengnau sofort in die wohlverdiente Pension schicken muss. Aber die Hex Axbo hat noch einen weiteren Trick parat. Mit einer sehr teuren Halskette, oder eigentlich ist sie Herzkette mit faszinierenden Aluminiumoxideinschlüssen hat sie versucht, sich beim für die Gesundheit und Sicherheit von Atomkraftwerken zuständigen
Königinnen, Oberhof, Gesundheits- und Sicherheitsinspektor, Chefdiener, Hans Hartmut, einzuschmeicheln. Er soll doch ein Zeugnis ausstellen, dass die Bengel noch voll witzig und gut noch mal mindestens 13 Jahre arbeiten können. Er ist verschrocken, denn er hat Bengel schon gekannt und hat gewusst, dass man die ehrwürdige alte Dame Bengel nicht der Fütung machen oder versuchen zu übertölpeln. Und er hat auch gewusst, dass die Mehrheit der Menschen im Land überzeugt sind und volles Vertrauen haben, dass er die Bengel sicher in die wohlverdiente Pension schicken werde. Aber er hat nicht gewusst, ob der Name Beng Now von explodieren, Bang, oder von beenden kommt. Aber er hat geahnt, dass Now vom Englischen Now, also jetzt, kommt. Und es war ihm klar gewesen, dass sein Entscheid auch ein Entscheid für oder gegen eine mögliche Zerstörung vom wunderschönen Land CH kann bedeuten. Da die treue Dienerin der Königin schaut in die Zukunft namens Iris keine Angst hatte vor der Hexe Axpo und da sie überzeugt war, dass auch der königliche Oberhof, Gesundheits- und Sicherheitsinspektor, Chefdiener Hans Hartmut keine Angst muss haben vor der Hexe Axpo und da sie gewusst hat, dass auch er sein wunderschönes Land CH liebt, und da sie überzeugt war, dass der Herr Hartmut sich nicht von einer teuren Halskette, auch wenn sie noch so schöne Einschlüsse hat, lassen blenden, hat sie beschlossen, ihm eine Geschichte zu schreiben. Ein Märchen oder Geschichte? Hat Hans Hartmut Mut? Es war einmal eine Menschengeneration, die glaubte an eine saubere und sichere Nutzung der Atomenergie. Nennen wir diese Generation die Atomli-Generation. Sie war wild darauf zu beweisen, dass sie unfehlbar seien, dass sie den ungeheuren radioaktiven Gefahren trotzen könne und dass ihnen niemals ein Fehler passieren würde. Sie schafften es, Gott und Teufel gleich Atome zu spalten und damit Strom und Wärme zu produzieren. Stolz zeigten sie, schaut her, wir haben die Kernkraftwerke erfunden. Und sie wurden von allen Seiten bewundert und fühlten sich stark und mächtig. Dass bei der Spaltung der Atome hochgefährlicher Atommüll entstand, den man 1 Million Jahre sicher in teuren, tiefen Gräben verschließen musste und dass sie noch keine Ahnung hatten, ob das überhaupt jemals gelingen würde, verschwiegen sie vorerst. Später erzählten sie, dass das kein Problem sei und nicht nur den Kindern erzählten sie, dass es einen Zauberer namens Fusios gäbe. Der könne sonnengleich den Atommüll wegzaubern, indem er sogar noch mehr Strom produziere. Das alles glaubten damals die meisten Leute im reichsten Lande der Welt, CH. Die Könige und Gelehrten der Atomli-Generation luden Schulklassen und die einflussreichsten Politiker zu ihren Wundermaschinen ein und diese waren tief beeindruckt über die Kraft, Stärke und Leistung dieser Maschinen und freuten sich, dass sie von nun an Strom im Überfluss zur Verfügung hatten und verschwendeten diesen Strom für viele nützliche und unnütze Dinge. So kam es, dass auch die Schulklasse, in der Vinja, Sohn des königlichen Oberhof Gesundheits- und Sicherheitsinspektor Chefdieners Hans Hartmut und Sonja, Tochter
des obersten Gelehrten über Sonnenkraft, Josef ist klug, an eine Besichtigung des Kernkraftwerks Bösgehen dabei waren. Sonja stellte natürlich viele kritische Fragen und verwies darauf, dass es einfachere, lebensfreundlichere und viel weniger gefährliche Lösungen gibt, um Strom zu produzieren. Und dass es dabei und dass dabei keine Probleme mit hochgefährlichem Atommüll entstehe und dass Atomkraftwerke sehr gefährlich sind. Die Diener des Atomkraftwerks Bösgehen erzählten auch ihnen die Geschichte vom Zauberer Fusios und dass es unmöglich sei, dass ein Kernkraftwerk kaputt gehe, da alles mehrfach abgesichert sei. Sonja fragte, ob sie den Windscale, Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima schon vergessen hätten, und lud die ganze Klasse zur Solaranlage und Windanlage ein, die ihr Vater kürzlich gebaut hatte. Auch von diesen Anlagen waren die Schüler begeistert und es entbrannte eine heftige Diskussion darüber, ob es den Zauberer Fusios überhaupt gäbe oder ob das nur ein Märchen sei. Hier ist nun zu erwähnen, dass beide, Sonja und Vinja, sehr klug und sympathisch waren und, obwohl Vinja und Sonja beim Thema Atomenergie verschiedener Meinung waren, fühlten sie sich voneinander angezogen, diskutierten oft zusammen, neckten sich und forderten sich gegenseitig heraus. Sonja hielt einen Vortrag über Sonnenenergie, er über Kernkraftwerke. Da war Sonja natürlich ganz besonders herausgefordert und tischte ihm sämtliche negativen Fakten, angefangen von den mindestens 13 durch Unfall stillgelegten Atomkraftwerken. Das verunsicherte Vinja, denn das war mindestens jedes 13. Kernkraftwerk. Denn sein Vater hatte immer versichert, dass das Restrisiko, dass ein Kernkraftwerk durch einen Unfall stillgelegt werde, nur 1 zu 1 Million sei. Ja, er hatte wirklich Windscale, Three Mile Island, Tschernobyl und Fukushima schon vergessen. Aber Vinja war überzeugt, dass ein Supergau in seiner Heimat CH niemals passieren würde. Denn auch von Lyssens hatte er noch nie gehört. Aber das Argument des noch ungelösten Atommüllproblems ließ er gelten. Doch sie hätten ja alle vom Zauberer Fusios gehört, der aus Atommüll Energie machen könne. Der wohne weit weg in den Bergen von Panja oder Japan oder Ja, Bang oder so. Vinja erklärte, er werde zusammen mit Sonja, damit man es ihm auch glaube, den Zauberer Fusios suchen und selber das Wegzaubern lernen und ihnen allen beweisen, dass man Atommüll wegzaubern könne. Vinja war nicht mehr von seinem Plan, diesen Zauberer zu besuchen, abzubringen. Sonja war eine positiv denkende, aufgestellte Teenagerin. Aber es gab Momente, da versank sie in tiefe Traurigkeit. Wenn sie an die Zukunft der Erde dachte, all die Kriege um Uran, Öl, Gas und Kohle, die Klimaerwärmung, ja, und auch das Atommüllproblem. Sonja dachte, dass sie vom Zauberer Fusios eventuell mehr erfahren und lernen könne, wie die Welt zu retten sei, wie man all diese Kriege endlich beenden könnte. So beschlossen Vinja und Sonja, sich nach der Matura auf den Weg zu begeben, um den Zauberer Fusios zu besuchen. Da Vinjas Vater viele Freunde auf der ganzen Welt aus dem Atomdorf
wie er jeweils schmunzelnd zu sagen pflegte, hatte. Und Sonjas Eltern genauso viele aus dem Umweltschutzkuchen, kam es dazu, dass sie unterwegs bei namhaften Kernkraftwerkbetreibern und Mitgliedern von Sicherheitsbehörden und Pionieren für die erneuerbaren Energien übernachteten. Und die neuesten Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke und Fusionsforschungsreaktoren besuchen konnten. Und die neuesten Entwicklungen wie Druckluftspeicher, Gezeitenkraftwerke, Biogasanlagen und die größten Offshore-Windanlagen und den Entwicklungsort von Teslas Akkus und so weiter. Ihr Wissen wurde breiter und fundierter und auch ihre Achtung und Liebe zueinander wurden immer stärker. Ihre scheinbar zufälligen zärtlichen Berührungen wurden immer häufiger und zärtlicher. Und eines Abends endete ihre freundschaftliche Umarmung vor dem Schlafengehen in einen tiefen, nicht enden wollenden Kuss. Ein paar Wochen später, an einem wunderschönen warmen Abend, saßen sie zuoberst auf einem Berg unter einem riesigen Windrad und genossen Arm in Arm den Sonnenuntergang. Später legte Venja seinen Kopf auf ihren Schoß, um in den sternenklaren Nachthimmel und zu den Windradflügeln, die über ihnen leise den Takt angaben. Sch, sch, sch. Zu genießen und zu betrachten. Lächelnd meinte er, unsere Namen ergänzen sich wie Sonne und Wind. Sonja erwiderte sein Lächeln, nickte und streichelte sein wunderschönes, lockiges Haar. Später beugte sie sich zu ihm und küsste ihn sehnsüchtig, innig, heiß und voller Liebe. Plötzlich setzte sich Venja gegenüber Sonja und fragte, Sonja, möchtest du meine Frau werden? Sonja nickte glücklich, zog Venja an sich und sie liebten sich bis in den frühen Morgen hinein. Am nächsten Tag kamen sie an einem kleinen Kirchlein vorbei und baten den Pfarrer, er möge ihre Liebe segnen. Sie waren nun Mann und Frau und hießen Hartmut ist klug. Sie lebten sich frei und überschäumend auf ihrem langen, weiten Weg auf unserer wunderschönen Heimaterde, auf den hohen Bergen, an den verspielten Bächlein, in den tiefen Wäldern, auf den lauschigen Waldwiesen. Hellstes Sonnenlicht erfüllte ihre tiefen Liebesgefühle. Und diese tiefe Dankbarkeit, die sie empfanden, für das Licht, den Wind in den Haaren und den Regen im Gesicht und für das Brot, das sie gemeinsam aßen, erfüllte sie. Dadurch wurde ihnen erneut bewusst, wie die Quellen der erneuerbaren Energien Wind, Sonne und Regen auf wunderbarste Weise Glück, Lebensfreude und Fruchtbarkeit für alle erzeugen können. Monate später erreichten sie endlich das Haus des Zauberer Fusios. Dieser begrüßte sie freundlich, herzlich und bat sie in sein einfaches, gemütliches Haus und verköstigte sie erst einmal mit frischem Brot und Nüssen. Dann bat er seine Besucher, über ihre Reise zu erzählen und freute sich am Glück des wachen, klugen, jungen Liebespaares. Jetzt wurde aber Venja ungeduldig. Er wollte endlich wissen, wie das Geheimnis des Zauberers Fusios gehe und
So fragte er den Zauberer nach dem Zaubertrick, um den Atommüll wegzuzaubern. Der Zauberer Fusius schaute Venia lange mit ernster, liebevoller, aber auch einer leicht traurigen Miene an. Dann begann er zu reden. Liebe Venia, liebe Sonja, ich brauche etwas Zeit, um auf deine Frage zu antworten. Willst du dir diese Zeit nehmen? Natürlich, entgegnete Venia und Sonja nickte zustimmend. Liebe Freunde, ich kenne wirklich viele Zauberkünste, aber einfach zu glauben, man könne hochgefährlichen Atommüll produzieren, dann ein Märchen schreiben, in welchem ein lieber Zauberer alles Unangenehme und Hochgefährliche, wie zum Beispiel den Atommüll, wegzaubert, das ist naiv. Liebe Venia, ich muss dich enttäuschen. So einen Zauberer gibt es höchstens in einem schlechten Märchen. Venia rief tief enttäuscht, dann war unsere ganze Reise zu dir, Zauberer, für nichts und wieder nichts. Niemand sagte ein Wort. Lange herrschte Stille. Enttäuscht, traurig und fragend schaute Venia Sonja in ihre tiefen, wunderschönen, weichen, warmen, Liebe ausstrahlenden Augen. Und seine tiefe Enttäuschung wich einem tiefen Liebesgefühl zu seiner Frau. Und ein Lächeln breitete sich auf seinem schönen, jugendlichen Gesicht aus. Sein Blick wanderte auf den Bauch seiner Geliebten. Sie beide ahnten, dass darin die Frucht ihrer großen Liebe zueinander zu wachsen begann. Oh nein, diese Reise war alles andere als unnütz gewesen. Venia nahm Sonjas Hand und küsste sie zärtlich und sprach: Oh nein, liebe Sonja, diese Reise ist das wahre Glück. Wir haben Freundschaft und tiefe Liebe erfahren, sind Mann und Frau geworden. Nein, diese Reise ist nicht für die Katze gewesen. Unsere Reise war das Beste und Wichtigste, was uns geschehen konnte, auch wenn es eine bittere Enttäuschung ist, dass die Geschichte vom Atommüll wegzaubern wohl wirklich einfach nur ein schlechtes Märchen ist. Aber wie soll ich das meinem Vater erzählen? Der Zauberer Fusius erzählte den beiden ein kurzes Märchen und empfahl Venia, dieses seinem Vater vorzutragen. Dann wandte er sich an Sonja und fragte: Und was ist deine Frage, Sonja? Sonja lachte laut und lange. Die Antwort hast du, weiser Zauberer, bereits aus uns hervorgezaubert, indem wir dir zuerst von unserer Reise erzählen durften. Ja, die erneuerbaren Energien, Sonne, Wind und Wasser, bringen für alle Frieden, Glück, Lebensfreude und Wohlstand, und all die Kriege um Uran, Öl, Gas und Kohle erübrigen sich einfach. Und indem du uns unsere Enttäuschung darüber, dass der Traum, dass du den Atommüll wegzaubern kannst, geplatzt ist, hast fühlen lassen. Und mit deinem klugen Märchen, nur so und mit diesen Erkenntnissen und mit dieser Weisheit wird es dir, Venia, gelingen, ein wirklich offenes, ehrliches, einfühlsames Gespräch mit deinem Vater führen zu können. Er, Hans Hartmut, wird die Kraft und den Mut finden, um der Wahrheit in die Augen blicken zu können. Die von dir, Venia, vorgelebte, überwundene Enttäuschung über die Reise zum Zauberer Fusius
Und das Märchen wird deinem Vater die Chance geben, sein Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Denn auch seine großen Träume wurden zwar zerschlagen, aber seine Liebe hat dich, Vinya, gezeugt. Zeige deinem Vater deinen Weg, dein Glück und deine Dankbarkeit, dass es dich gibt. Die größte Zauberkraft haben offene, wohlwollende Gespräche, Respekt und Vertrauen in das Gute in jedem Menschen. Alle Menschen wollen geliebt, geachtet, respektiert und bewundert und verstanden werden. Alle Menschen wollen etwas Positives bewirken. Weißt du noch, Vinya, wie du mir ganz begeistert von deinem Vater erzählt hast, dass er in der Kernenergie den größten Segen für die Menschheit sieht? Nur mit deinem Wissen um den Schmerz, dass deine tiefsten Träume und Visionen nicht in Erfüllung gegangen sind, dass die Reise oberflächlich gesehen vergeblich war, nur mit diesem Wissen kannst du ein wirklich offenes, positives Gespräch mit deinem Vater führen. Vinya schaute Sonja und den Zauberer lange wortlos an. Dann nickte er lächelnd und sprach: Lieber Zauberer Fusios, du bist ein wahrer Zauberer. Durch unser Gespräch mit dir haben wir unsere eigene Zauberkraft in uns gefunden und die Zauberkraft von Sonne, Wind und Liebe erfahren. Das ist weit mehr, als wir erwartet hatten. Auf ihrer Rückreise diskutierten Vinya und Sonja viel über ihre Zukunft und über die Zukunft ihres Kindes. Es soll in einer intakten Welt aufwachsen. Sie beschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, damit die Klimaerwärmung gestoppt wird, damit die weitere Produktion von Atommüll gestoppt wird und dass das Risiko eines Atomkraftwerkunfalls gestoppt wird. Sie wollten etwas für die Erhaltung unserer wunderschönen Erde tun, sich aktiv für die erneuerbaren Energien, für Energieeffizienz und für neue Speicherlösungen einsetzen. Und Vinya wollte unbedingt an mindestens 2 bis 3 Tagen in der Woche ganz für seine Tochter oder für seinen Sohn da sein. Das Gespräch mit dem Vater. Hat Hans Hartmut Mut? Natürlich waren die Eltern von Sonja und von Vinya überglücklich, ihre geliebten Kinder endlich wieder in ihre Arme nehmen zu können, und drückten sie lang und sehr innig an ihr Herz. Dann wollten sie alles über die lange Reise erfahren. Sonja erzählte über die Besuche und bei all ihren gemeinsamen Freunden und von den vielen Grüßen, die sie nun alle ausrichteten. Und dass der Name Fusios nicht von Fusionsreaktor komme, wie einige fälschlicherweise meinten, sondern die Fusionszauberkraft des Zauberers ist Liebe und Weisheit, Forschung und Ethik, Wissen und Handeln zu fusionieren, also zum Verschmelzen zu bringen. Dann erzählte Vinya von seiner großen Liebe zu Sonja und dass sie nun Mann und Frau sind und dass Sonja bald ein Kind von ihm gebären werde. Und ihre Eltern freuten sich riesig darauf. Dann wollte der Vater von Vinya aber endlich wissen, ob er Vinya jetzt den Atommüll wegzaubern könne. Vinya bat um Geduld und begann über das Gespräch mit dem Zauberer Fusios zu berichten. Auch bei Hans war die Enttäuschung riesengroß, als er erfuhr, dass der Zauberer Fusios den Atommüll nicht wegzaubern kann. Doch im Innersten hatte er es schon befürchtet. Vinya fragte seinen Vater:
Wie wärst du mit dieser Enttäuschung umgegangen? Oberflächlich gesehen war ja die ganze Reise für die Katze gewesen, aber ich habe meine große Liebe gefunden. Der Vater lachte und sagte, du strahlst vor Glück, deine Reise war nicht vergeblich gewesen. Vinja, ja, und dein Leben, Papa, wie war das, als du in Mama verliebt warst? Hans lachte und zwickerte Vinja zu. Ich bin immer noch in sie verliebt und wir haben einen Sohn, der uns so viel Freude macht und auf den wir sehr stolz sind. Vinja, oh, vielen Dank, Papa. Und du warst uns immer ein sehr guter Vater. Du wolltest immer nur das Beste für uns und für die ganze Menschheit. Du warst so begeistert von der Technik, der Kernkraft. Du warst überzeugt, dass sie einen großen Segen für die Menschheit bringen werde. Du wolltest sauberen, sicheren, günstigen Atomstrom produzieren. Du hast studiert und jetzt bist du Direktor von der Sicherheitsbehörde. Du warst dir ganz sicher, nie würde es jemals einen schweren Unfall auf der Welt geben. Alles sei ja mehrfach abgesichert. Das Restrisiko, das hast du uns mehrfach erzählt, sei 1 zu 1 Million. Dann passierte Harrisburg, dann Tschernobyl, dann Fukushima. Seit Fukushima bist du so bedrückt. Im Innersten weißt du, du hast dich geirrt. Dein großer Traum ist geplatzt. Nein, noch schlimmer, droht heute unsere wunderschöne Heimat für Jahrhunderte oder Jahrtausende zu zerstören. Mein lieber Vater, du entscheidest, ob Bennau zur Explosion jetzt oder zu beenden jetzt wird. Auf meiner Reise habe ich erfahren, wie schwierig es ist, einen Traum, der geplatzt ist, zu akzeptieren. Wie schwierig muss es denn jetzt für dich sein, all die Atomunfälle zu akzeptieren? Ich verstehe sehr gut, dass es für dich sehr hart ist, da ganz genau hinzuschauen und auch auf die warnenden Fachleute zu hören. Dass es einfacher wäre, weiterhin so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. So zu tun, als ob es ein Gesetz wäre, dass Supergaus nur im Ausland geschehen können. Aber tief in deinem Innersten weißt du, dass es genauso gut im Lande CH geschehen kann. Auch dir oder deinen Arbeitskollegen können Fehler passieren. Dir ist bewusst, dass auch die Väter vom Kernkraftwerk Harrisburg, von Tschernobyl, von Fukushima nur das Beste gewollt haben und sich ganz einfach geirrt haben. Von den bis heute weltweit endgültig stillgelegten 159 Kernkraftwerken sind mindestens 13 durch einen Unfall stillgelegt worden, zum Teil mit verheerenden Folgen. Das bedeutet, mindestens jedes 13. Atomkraftwerk wurde durch einen Unfall stillgelegt. Das ist die brutale Realität. Das darf in unserer wunderschönen Heimat nicht geschehen. Ich wünsche mir, dass meine Kinder und Kindeskinder in einer intakten Welt aufwachsen. Ohne atomare Risiken, mit nicht noch mehr über Jahrtausende hochgiftigem Atommüll. Lieber Vater, darf ich dir das Märchen erzählen, das der Zauberer Fusios für dich vorgetragen hat? Der Vater nickte und Vinja begann zu erzählen. Es war einmal, etwa im Jahr 2000, als der weise, hochgeachtete, für die Gesundheit und Sicherheit der Kernkraftwerke zuständige königliche Oberhof, Gesundheits- und Sicherheitsinspektor, Chefdiener Nobuaki T.
Terasaka aus dem Lande der aufgehenden Sonne, Japan, sich große Sorgen machte, dass in seinem Lande ein großer, schwerer Atomunfall geschehen könne. Die Analysen einiger Gelehrter zeigten auf, dass die Risiken von menschlichem Versagen, Flugzeugabstürzen und technischen Problemen und die Erdbebengefahr bis anhin weit unterschätzt wurden. Und auf die vielen warnenden Steine der Urahnen wurde nicht gehört. Einerseits wusste er, seine verantwortungsvolle Position verlangte eigentlich, dass er sofort alle Atomkraftwerke stilllegen sollte. Aber er konnte doch nicht seine Kollegen auf die Straße stellen. Und es ging um sehr viel Geld. Die seelische Belastung drohte ihn zu erdrücken und führte ihn zunehmend in eine ausweglos scheinende Verzweiflung. Er beschloss, sich auf den Weg zu begeben, um Klarheit zu gewinnen. Und so besuchte er den Zauberer Fusius. Tief deprimiert und verzweifelt erzählte er ihm von den Risikoanalysen, von seinen dunklen Ahnungen und seiner unerträglichen Situation. Sein großer Glaube in die sichere, saubere Atomtechnologie war geplatzt. Nein, noch schlimmer, drohte seine geliebte Heimat zu zerstören. Sein ganzes Leben sei für die Katze gewesen. Der Zauberer fürchtete um Nobuakis Leben. Nobuaki Terasaka sah Bilder vor sich, wie all die zigtausend zu evakuierenden Menschen ihre Heimat durch seine Mitschuld verlassen muss. Darunter auch seine Mutter und seine ganze Familie. Diese Ahnung brachte ihn so nahe an den Abgrund, dass er am liebsten hinabgesprungen wäre. Doch wer konnte diese unerträgliche Situation ändern? War nicht genau er das? Er, Nobuaki Terasaka, war der königliche Oberhof, Gesundheits- und Sicherheitsinspektor, Chefdiener? War nicht er selbst die Lösung? Er selbst war die Veränderung zum Guten. Sein Name bedeutet doch heilige Erde. Dadurch strömte ihn ein tiefes Gefühl der Erlösung. Ruhe und Sicherheit erfüllten sie ihn. Sein Leben war nicht für die Katze gewesen. Er war jetzt der Wichtigste. Er würde den Mut finden, sich der Verantwortung stellen. Er, Nobuaki Terasaka, würde die heilige Erde von Japan vor der drohenden Katastrophe retten. Mit Tränen in den Augen und einer herzlichen Umarmung dankte er dem Zauberer und verabschiedete sich. Am nächsten Tag wurde aufgrund seiner detaillierten Risikoanalysen das endgültige Stilllegen aller Atomkraftwerke im Lande Japan eingeleitet und die Bevölkerung von Japan atmete erleichtert auf. Jahre später zerstörte ein gewaltiger Tsunami weite Küstengebiete des Landes Japan. Riesige Wellen begruben die zum Glück stillgelegten Atomkraftwerke. Nobuaki Terasaka wurde zum Nationalhelden.
und da ihre heilige Erde, ihr Wasser und ihre Nahrung nicht radioaktiv verstrahlt worden sind, leben die Menschen und ihre Nachkommen noch immer zufrieden und glücklich im wunderschönen Land Japan. Gedanken versunken, sprach Hans Hartmut. Ja, hätte doch nur mein japanischer Kollege auf die warnenden Fachleute gehört und auf die Steine geachtet und den Mut gehabt, Fukushima stillzulegen, bevor der Supergau passiert ist. Vinja entgegnete, ja, es hätte so viel Leid verhindert werden können. Vinja sagte, lieber Vater, Bengnau ist eine alte Dame geworden, ihre Haut ist spröde und brüchig und sie hat 925 Wutbläschen. Bitte höre auf all die warnenden Fachleute und achte auf diese Zeichen und löse das Versprechen des wohlverdienten Ruhestandes für die alte Dame Bengnau endlich ein und lege Bengnau endgültig still. Lieber Vater, du bist jetzt der Wichtigste für unsere Familie, für unsere geliebte Heimat. CH. Hans versprach seinem Sohn, achtsam zu sein und hinzuschauen, und er werde sich auch die Argumente der warnenden Fachleute ganz genau anschauen. Dann umarmten sie sich lange und verabschiedeten sich. Ob Hans hat Mut, Mut hat, achtsam ist und die alte Dame Bengnau endlich in den wohlverdienten Ruhestand entlässt, wird sich zeigen. Wir wünschen es ihm und unserem Land und unserem Nachkommen auf jeden Fall von ganzem Herzen. Vinja und Sonja engagierten sich fortan für die Forschung für Speichertechnologien. Und wenn sie nicht radioaktiv verstrahlt worden sind, dann leben sie und ihre Kinder noch heute glücklich und zufrieden im wunderschönen Land Paradies CH. Ein paar Jahre später hätte Vinja seiner Tochter und seinem Sohn genau das Märchen, die Geschichte, erzählt. Nach einer langen Pause sagt seine Tochter zum Vinja, gell, Papi? Der wahre Held von dieser Geschichte war unser Grossvati. Vielen Dank. Merci vielmals.